Willkommen zu unserer F124 Audi-Karriere. Das ist bereits der Season-Start unserer dritten Season, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst gerne Daumen hin und oben da und schaut auch unbedingt auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir sind natürlich hier noch am Ende der Season, denn für uns gibt es einen neuen Teamkollegen. Aber wer ist natürlich noch fraglich? Max Verstappen? Nein. Der möchte mindestens Top 5 Team haben. Das können wir ihn leider noch nicht bringen. Auch Lewis, denke ich mal, wird ähnlich schwierige Verhältnisse haben. Auch Michael, wir werden mal gucken, was mit Charles Leclerc ist. Denn auf den hätte ich wirklich Bock und das schaut gut aus. Wir könnten hier wirklich ins Gebot kommen und zur Verfügung stehen uns ja knappe 15 Millionen. Er hat zwar einen Marktwert von 16,8, aber wir bieten hier mal trotzdem munter drauf los. 12,05 ist das Gebot. Angebot wird geprüft und yes, Mann, du hast dich durchgesetzt und das zu einem Schnäppchenpreis von nur 11,5 Millionen. Und das, obwohl wir 17 zur Verfügung gehabt hätten. Hier gibt es das ja, Geld aus dem Endtopf mit 30,13 Millionen. Bin ich echt zufrieden. Zwei sind noch übergeblieben. Das heißt, wir haben jetzt 32 Millionen, um damit ja zu haushalten. Er hat mehr Poles, mehr Siege als ich und ich war Vize-Weltmeister. Also das spricht schon mal für Leclerc. Meisterschaft war ich Zweiter und er Vierter. Und ich weiß natürlich auch, wie hardcore der uns gerade im letzten Drittel gepusht hat und auch teilweise davon gefahren ist. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das Ganze mit Charles Leclerc in dieser Season weitergehen wird. Heute werden wir auf jeden Fall schon mal sehen, wie er sich in Bahrain gegen uns schlägt und natürlich auch sonst so. Das neue Autodesign werdet ihr erst später zu Gesicht bekommen, aber es gibt ein paar Änderungen, die ich euch trotzdem zeigen möchte, denn hier können wir unseren neuen Hauptsponsor aussuchen, denn ja, mindestens Platz 3 der Konstrukteurswertung wird schwierig, auch während der Season 300 Konstrukteurspunkte, puh, schießt das Team fünfmal am Podium ab und ich denke, das ist sehr possible. Beim Motor habe ich mich auch gegen Ferrari entschieden, weil einfach ja, Preis-Leistung einfach nicht mehr gegeben ist. Wir haben bei Red Bull Powertrains viel bessere Argumente und deswegen werden wir uns für die Red Bull Powertrains entscheiden und geben einen Plus von 35 Millionen in die neue Season. Und hier sind wir also nun in Sakhir. 5,4 Kilometer, 15 Kurven, 3 DRS-Zones. Das ist tatsächlich der Opener. Seit Jahren, natürlich im nächsten Jahr nicht mehr. 2025 wird es ja wieder Australien sein. Auch geile Vibes von damals, also so 6 aufstehen, Rennen gucken. Das war eigentlich immer so. Aber jetzt mal hier zurück zum Renngeschehen. Wir gehen ins Qualifying und das ist mein finaler Run. Ja, geändert hat sich nicht viel, außer dass wir wieder Schlusslicht sind. Wir sind also der Wall of Champions King hier. Jetzt geht's mal rein in die finale Runde. 1.28.1 war mein erster Run und das war meiner Meinung nach eigentlich schon eine bombastische Runde. Aber in den dritten Season Autos, da steckt auf jeden Fall viel Potenzial. Eine Zehntel hier aus der ersten, ja, Schikane, aus den ersten drei Kurven können wir da verzeichnen, rauf hier, nur nicht zu spät bremsen und da kommen wir gut raus. Das gibt eine persönliche Bestzeit von, ja, 2 Zehntel. Wir sind 79.000stel schneller als Logan Sargeant. Das ist jetzt kein großer Sprung, würde ich mal sagen, hier runter. Da haben wir ein bisschen Zeit gut gemacht. Fast 4 Zehntel. Jetzt runter in Turn 16, ganz, ganz schwierig. Nein, das ist nicht Turn 16. Aber ihr wisst, was ich meine. Eine ganz, ganz blöde Kurve, die auch noch so blöd nach außen hängt. 4 Zehntel hier im Delta. Wir werden gejagt von einem Piloten hinter uns. Und Daruvala wurde nach eineinhalb erfolglosen Seasons von Ferrari zu Haas abgeschoben. Oscar Piastri holt die schnellste Rennrunde. Den haben wir ziehen lassen. Und Fernando Alonso im McLaren hängt sich da gleich dran. Yuki Tsunoda im Racing Pool. Na, 1,26,5. Das ist 1,6 Sekunden schneller als wir. Das ist eine crazy Zeit. Also die werden wir never in my life schlagen. Und ich bin auch mal gespannt, von wo aus wir ins Rennen gehen werden. Charles Leclerc konnte sich auch verbessern und auch wir. Aber das ist kein Weitersprung. Blicken wir mal auf die Startaufstellung. Platten kommen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Yuki Tsunoda steht auf der Pole Position. Und Fernando Alonso macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Gasly, Oscar Piastri, Ocon, Perez, Hülkenberg, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Daruvala, Albon, Russell, Norris, der Professor, Stroll, Sargeant, Bottas, Sainz, Ricciardo, Theo Pourchaire und Guanyu Zhou.
Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Naja, ich würde mal sagen, das ist Schadensbegrenzung. Wir wurden im ersten Qualifying von Leclerc ausqualifiziert. Ich hoffe, das ändert sich. Lights out und let's go jetzt dennoch. Hier in die dritte Season. Wir kommen gut vom Fleck weg. Direkt besser als die Mercedes und Red Bull, die tatsächlich in dieser Season sehr schwach aussehen. Gerade diese Hinterbänker-Teams wie Aston Martin, aber vor allem auch Alpine und auch natürlich nicht zu vergessen, die Racing Bulls schauen verdammt stark aus. Charles Leclerc hier in den Punkten. Können wir ihn da den Berg rauf ein bisschen pushen? Oh mein Gott, Leute. Das war eine ganz knappe Sache und das reicht hier, um den 9. Platz zu übernehmen. Wir blicken hier direkt mal auf die Start-Replay und da sehen wir Alonso McLaren und dahinter daneben Yuki im Alpine, im Racing Bull. Das finde ich schon sehr interessant. Auch Aston, ein Haas da vorne und da gibt es eine Berührung zwischen einem Mercedes und einem Haas. Ja, das kann auf jeden Fall eine härtere Season werden, wenn wir gegen Rookies in Top-Autos fahren müssen. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Hier dann rein. Ja, das war jetzt ganz spät gemoved. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich das irgendwie ausgeht zu einem Overtake. Aber wir gehen hier zurück direkt in die erste Runde, denn die ist noch nicht vorbei. Jetzt gegen Daru Valla im Haas, da können wir ganz spät reinbremsen. Und das ist der 8. Platz. Wir haben alles gut gemacht, was ich im Qualifying quasi verschissen habe. Und da muss ich aber auch noch eine kleine Anmerkung machen. Im Qualifying war ich tatsächlich, das war mein zweiter Run. Mein erster wurde, da wurde ich zu oft von Verkehr blockiert. Dann habe ich abgebrochen im Sektor 2, habe nochmal die Batterien recharged und dann erst reingegangen. Also vielleicht könnte das im nächsten Rennen in Australien dann komplett anders aussehen. Also schaut da unbedingt vorbei, abonniert gern kostenlos den Channel, falls ihr das noch nicht habt. Und schaut auch gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei. Habe ich noch gar nicht gesagt heute, glaube ich. Und ja, dort kommt wirklich viel vom Lernstuff online. Und auch der Adventkalender kommt natürlich. Also wartet auf euer Türchen. Jetzt geht es also mit dem Purple letzten Sektor nach Runde 1 hier durch. Wir haben eine stronge Pace, gerade auf dem roten Reifen fällt mir das auf. Lewis fährt immer noch. Das heißt, der Mann ist jetzt hier schon 42. Und auch Alonso fährt natürlich immer noch. Das heißt, wir wären ja jetzt quasi schon im Jahr 2027, sprich Alonso, er ist jetzt 42, das heißt Alonso wäre dann schon stolze 44, also da bin ich auch gespannt, wie lang der Mann noch fährt. Jetzt aber mal aus der letzten Kurve raus und ich glaube, das könnte reichen, um die schnellste Rennrunde von Yuki Tsunoda zu bieten. Nein, reicht nicht ganz, 29,7, aber die Zeiten sind wirklich verdammt schnell, tatsächlich. Also der kann uns mit DRS fast auf der Geraden hier wieder zurück überholen. Jetzt sind wir in den Top 6, 7 angekommen. Was bedeutet, dass unsere... Oh, guck dich mal den Abstand von Yuki an. Der ist da gefühlt schon 3 Sekunden von allen anderen weg. Wie unfassbar schnell ist dieser Racing Bull? Das ist tatsächlich eine richtige Challenge, dass die jetzt mit dem hinteren Team da vorne ganz stark mitmischen können. Aber wir lassen uns nicht beeindrucken. Es war auch zu Beginn der letzten Season so, dass wir hinten nach waren und dann uns immer näher an die Spitze dran gearbeitet haben. Und ich hoffe auch so, dass sich das diese Season wieder ergeben wird. Wir kommen an Esteban Ocon dran und da kommt der Late Move Richtung Turn 1 und wir übernehmen den 6. Platz. Lasst uns nicht vergessen, ich bin von P15 gestartet, minus 9 Plätze. Da bin ich unfassbar stolz drauf und ich hoffe tatsächlich, dass die Reise noch weiter nach vorne geht. Podium wäre schon eine geile Sache. Nico Hülkenberg im Haas auf dem 5. Platz. Ich meine, ich glaube, ich habe irgendwas geraucht. Das ist ja heute eine richtig, richtig weirde Formation da vorne. Gasly auch noch da vorne. Also ich bin gespannt, wie sich die ganzen Konkurrenten da halten werden und wie vor allem wir uns gegen die beweisen können. Vor allem auch da gegen einen echt extrem starken Yuki Tsunoda, der ja auch im letzten Rennen in Katar schon gezeigt hat, wie stark ihr Auto in dieser Season werden wird. Da habe ich auch schon gesagt, das könnte echt ein Konkurrenz für nächste Season werden. Und so ist es jetzt doch. Es ist auch immer so ein bisschen ein Anzeichen. Die Teams, die gerade in den letzten 2, 3 Rennen aufzeigen in F1, in Formel 1 Games, die sind dann auch tatsächlich Top-Anwärter für die nächste Season dann. Aber ich sag mal, cool, eine Abwechslung, nicht immer Verstappen oder irgendein McLaren da ganz vorne. Ich meine, McLaren fährt auch vorne mit, aber das ist natürlich eher eine One-Man-Show hier von Yuki.
Wer ist denn überhaupt sein Teamkollege? Egal, jetzt mal gegen Nico Hülkenberg. Gehen wir hier an der Außenseite vorbei. Kann das reichen? Wir lassen ihm da hinten genug Platz zum Überleben. Und wir übernehmen den 5. Platz. Wir haben die Top 5 erreicht. Und das nach nur 5 Runden. Denn im Auto steckt eine unfassbare Race Pace. Gerade auf dem roten Reifen zu Beginn merke ich wirklich, was für ein Unterschied das im Vergleich zur letzten Season ist. Das wird sich aber dann auch noch zeigen, ob die Race Pace auch noch im zweiten Drittel oder im dritten oder ja, dann halt auch am Ende des Rennens für uns ist. Ich hoffe auf jeden Fall. 1,5 Sekunden, wir bekommen kein DRS auf Pierre Gasly und müssen uns natürlich sputen, weil wir Nico Hülkenberg im Ferrari-Motor mit dem Ferrari-Motor, der wird unfassbar schnell sein. Ich springe also hier mal in die 7. Runde. Hülkenberg folgt uns, aber wir können auch der Gruppe da folgen, weil es da tatsächlich immer wieder hin und her geht zwischen Oscar Piastri, Fernando Alonso und Pierre Gasly. Wer von diesen beiden wird als nächstes einen Move setzen? Okay, natürlich wird Oscar Piastri im ersten da ganz vorne keinen Move setzen, aber ja, jetzt könnte es echt spannend werden, denn wenn die richtig ins Kämpfen kommen, dann bin ich an der Stelle und könnte mich da tatsächlich dran arbeiten. Die Reifen sind schon ordentlich am Rutschen, ist natürlich auch schon die 7. Runde, aber ein, zwei Runden sollten wir dann schon noch aushalten, um dann sicher auf dem gelben Reifen gehen zu können. Ab durch die letzte Kurve, Leute. Wir gehen also, ja, guter Exit. DRS wird jetzt nicht viel Unterschied machen, weil eben auch Pierre Gasly und Alonso eins bekommen, dann eben nur Piastri, der Arme, der hier keins bekommt. Aber Gasly blinkt und Alonso schert aus. Leute, jetzt gehen wir also an Pierre Gasly vorbei und Fernando Alonso probiert seine Innenseite gegen Oscar Piastri. Es gab einen leichten Wheelbang, wir kommen hier besser als Alonso aus der Kurve raus. Es geht Richtung Turn 4. Okay, Voice Crack. Da setzt sich Alonso neben Piastri und wir probieren sie außen, Leute. Und das reicht. Wir können beide Piloten hier an der Außenseite überholen, weil sie einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren. Apropos, da ist Yuki tatsächlich 4,5 Sekunden vor uns allen hier davon gefahren. Wir blicken direkt auf die Replay aus der Runde 8 und wir sehen hier, ich gehe hier spät rein, lenk rein und ja, da gibt es einen leichten Wheelbang. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unfair hier gegen Pierre Gasly, aber ich habe halt wirklich die Lücke gesehen und beim Berg rauf, da kommen wir im Double Slipstream an, können hier außen viel besser rangehen und nehmen dann wirklich auch den zweiten Platz hier mit. An die Box werden wir dann auf jeden Fall auch bald gehen müssen, weil die Reifen sind wirklich schon hardcore am Rutschen und so auch jetzt. Ende der 9. Runde entscheide ich mich als einer der ersten mit Yuki Tsunoda zusammen. Ist blöd gelaufen, wir hätten einen Undercut wagen können gegen Yuki, aber mir war es dann auch wichtiger, am Ende gerade einen besseren Reifen zu haben oder generell einen Reifen zu haben, der noch am Leben ist, anstatt hier irgendwie gegen Yuki kämpfen zu müssen. Jetzt also guter Reifenwechsel. Wir müssen kurz warten. 2,3 Sekunden und kommen. Was? Für wen haben wir warten müssen? Yuki war meilenweit weg und dann ist jetzt Piastri direkt in uns drinnen, der ja gefühlt auch weg war schon. Das ist, ja, auch Yuki hat ordentlich an Zeit verloren. Das waren schon mal fast 5 Sekunden, jetzt sind es nur noch 2,3. Ich weiß aber auch nicht, wie der weiße Reifen auf dem Auto performen wird. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist nochmal ein riesen Fragezeichen und ich hoffe, dass die ähnlich stark sind wie zu Beginn die roten Reifen. Also die war ja der erste Stint, die ersten 5 Runden, die waren ja göttlich auf diesem Auto, auf diesen Reifen. Und ich hoffe auch, dass wir einen ähnlich göttlichen Stint jetzt mit diesen Reifen hinlegen können. Schaut jetzt den Beginn in der Anfangsphase nicht so aus. Wir rutschen ein bisschen herum und so ist es jetzt. Doch dass wir am Ende der 11. Runde hier direkt mal von Oscar Piastri angegriffen werden. Wir können da dank des früheren Boxenstops auf jeden Fall vor allen anderen bleiben. Gasly ist jetzt über eine Sekunde hinten. Jetzt kommt aber Alonso und der ist vor uns rausgekommen. Wir sind hier wirklich overcutted worden von Fernando Alonso. Die Reifen worken anscheinend auf unserem Auto gar nicht, also tatsächlich, da funktioniert gar nichts. Wir werden permanent von Piastri angegriffen und auch die Pace lässt zu wünschen über. Wir sind in den letzten 2 Runden 2 Sekunden langsamer als Tsunoda gewesen und das heißt dann schon mal was, hier über die Curbs drüber rattern und Fernando Alonso, der kommt da vorne wirklich einsam davon. KI-Stufe 99, falls ihr euch fragt, selbst schalten, selbst bremsen. Ganz, ganz schwierig, diese Situation jetzt hier. Was machen wir? Alonso ist auf den gelben Reifen gegangen. Ist natürlich ein guter Guess, wenn du ja
Wenn du 12 Runden mit dem Roten fahren kannst, dann kannst du auf jeden Fall auch 8 mit dem Gelben fahren. So ist es bei uns eigentlich nicht. Also wir hätten, ja, ich hätte jetzt auch rückblickend hier, warum bin ich auf den Weißen gegangen? Der Gelbe wäre natürlich auch geil gewesen. Da wären wir auch eine Ecke schneller gewesen. Aber natürlich, das weiß man im Vorhinein nicht. Es ist immer klug, erst im Nachhinein das Ganze zu sehen. Und ja, natürlich ist es dumm gewesen. Wir blicken aber jetzt trotzdem mal auf den ein oder anderen Zwischenfall mit der KI. Und das war jetzt mal in der 10. Runde gegen Oscar Piastri. Und da waren wir echt spät im Rostzupfen. Also das war ja kein Moving Under Braking, aber ich habe halt schon quasi hier abgecovert, wo der hinfährt und wollte ihn dann so ein bisschen abdecken. Hat nicht ganz funktioniert. Was sagt er zum Design, by the way? Ich meine, das habe ich mir extra gekauft. Viele orangelich-rote Akzente, aber natürlich auch dieses Neongrüne, das nicht bei Audi quasi selbst dabei ist, aber das dann ja bei ihnen dabei sein wird. Da sehen wir jetzt das Ganze. Jo, das war ein bisschen too much, aber ich habe hier Fernando auch gesehen und da waren wir dann wirklich weit davon entfernt, ihn da irgendwie zu catchen. Wir sind in der 15. Runde und alles schaut dann raus, als ob wir da auch bis zum Ende gegen Gasly, Ocon und Piastri kämpfen müssten. Und wir haben jetzt unerwartet eine Red Flag. Das könnte jetzt tatsächlich nochmal ein Game Changer werden, Leute. Kann uns die Red Flag hier noch einmal zu einem unverhofften eventuell Sieg verhelfen? Wir werden natürlich auf einen frischen roten gehen und nicht auf einen gelben, wie uns das hier das Game vorschlägt, weil das wäre natürlich eine komplett blöde Sache. Ja, und dann hätte ich mich auch, jetzt beiße ich mich wirklich in allerwertesten, dass ich nicht den gelben gewählt habe. Also das zweite Mal in diesem Video heute, lights out und let's go. Alonso Fat Wheel Spin, das hat man direkt gesehen, wie die Reifen durchgegangen sind. Aber auch mein Start war jetzt nicht unbedingt viel besser. Wir gehen hier Richtung Turn 1, probieren es an der Außenseite und da ist gelb. Nach der Red Flag haben wir direkt wieder gelben. Red Bull scheidet hier aus. Wir gehen in der ersten Kurve an Fernando Alonso vorbei und wir sind jetzt nah an Yuki Tsunoda dran. So nah waren wir im ganzen Rennen noch nicht dran. Max Verstappen scheidet hier direkt nach dem Restart aus. Hoffentlich gibt es da nicht nochmal irgendeinen Safety Car oder so. 10%, ah, das sind angefahrene rote Reifen. Das ist natürlich nicht gut. Habe ich im Training einen zu viel verbraucht oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Konfiguration ich da mitgenommen habe zum Wochenende. Jetzt aber auf jeden Fall mal die roten Reifen, die funktionieren um einiges besser auf diesem Auto wie der gelbe Reifen. Jetzt heißt es auf jeden Fall noch einmal pushen, was das Zeug hält. Vielleicht reicht es sogar noch, um Yuki da ins Aus zu wischen. Hier sehen wir den Start noch einmal und ja, Yuki hat alles richtig gemacht und guckt euch mal an, was Alonso da aufgeführt hat. Halleluja, der Double-Blockierer in Turn 1 rein. Das hat natürlich so viel Zeit gekostet, das ist ja nicht mehr schön. Purple im ersten, grün im zweiten. Können wir hier die schnellste Rennrunde von Yuki toppen und es reicht. Für eine 1.28.7, wir haben hier die schnellste Rennrunde gefahren und sind ganz knapp an Yuki dran. So auch hier in Runde Nummer 19. Ich versuche wirklich alles, um den zu pushen, aber die sind so verdammt schnell. Also dieser Racing Bull ist aktuell tatsächlich das mit Abstand schnellste Auto. Da kann ich jetzt nicht viel sagen. Die sind so richtig ultra, ultra schnell. Ich kann mich wirklich nur mit dem zweiten Platz begnügen und hoffen, dass Alonso da jetzt nicht noch kommt. Wir sind in der letzten Runde, auf der letzten Geraden, wo Alonso es versuchen könnte. Ich bin quasi aus dem DS-Fenster rausgepurzelt. Das ist echt, das ist crazy, wie schnell dieser Racing Bull ist. Fernando, du wirst es nicht mehr schaffen. Wir beenden unser erstes Rennen nach einem Fehlqualifying von P15. Yuki Tsunoda überquert die Ziellinie und holt sich den Sieg. Es ist immer toll, wenn man mit einem Sieg in die Rennsaison startet. Das ist gut für das Selbstvertrauen und für die Zukunft. Ein guter Einstieg ist enorm wichtig und das ist heute gelungen. Jetzt kommt die Siegerehrung. RB hat sein Können auf der Strecke bewiesen. Das ist ein Team, das kein Risiko scheut, sei es auf der Rennstrecke oder bei der Verpflichtung neuer, junger Talente. Heute hat sich genau das bezahlt gemacht.
Wir beenden unser Rennen tatsächlich nach einem Fehlqualifying von P15 auf dem zweiten Platz mit der schnellsten Rennrunde und übernehmen somit auch den zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft. Das ist stark. Charles Leclerc ist nur auf P14 gelandet. Das ist schwach. Er hat wahrscheinlich mehr Probleme mit der roten Flagge als ich gehabt. 6 Punkte ist Audi jetzt hinten. Das ist aber auch ein ganz enges Kistchen, was wir hier haben. Alles so ganz knapp zusammen. 5, 6 Punkte hintereinander. Jo, da werden wir auf jeden Fall die nächsten Rennen sehen, wer da das beste Auto hat. Vor allem dann auch in Australien, Monaco. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei. Freut euch genauso wie ich auf den Rest der dritten Season mittlerweile, ja. Es ist ein interessanter Kalender, seid gespannt. Ich hoffe, die Livery gefällt euch. Wir können hier ja ein bisschen was ausgeben, 2800 Punkte. Guckt euch das mal an, da springen wir gefühlt über die komplette, über das komplette Mittelfeld und werden uns da irgendwo zwischen McLaren, Alpine und Mercedes einreihen. Das wäre natürlich geil, mal ein aerodynamisch schnelles Auto zu haben und ein richtig schnelles Auto zu haben. Also, Max Verstappen nach dem DNF heute, wenn das vielleicht Aufschwung geben, wenn wir ihn da als ja, als Rivalen nehmen, ob das für uns so gut ist, da bin ich mir noch eher unsicher. Für heute war es das aber mal. Wir bekommen ein paar Upgrades, dann ein bisschen Minusgeschäft und können dann nochmal am Chassis was machen. Geht sich das hier aus? Ein bisschen, vielleicht irgendwo noch. Nein, leider nicht. Für heute soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok. Da können wir uns, dass wir jetzt was... Oh, von der Mutter haben wir immer noch den besten. Chassis haben wir jetzt auch bald eines der besseren. Und na, Aerodynamik war ja das. Chassis sind wir mit Abstand das schlechteste Auto. Und ja, auch das Upgrade bringt uns nicht weit nach vorne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.